So, willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7. Und ich bin immer noch munter dabei, hier schön, schön auszurüsten. So. Aber das muss erstmal so passen. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Hast und alle. So, ich habe da eigentlich ein paar mehr alle Funktionen. Na, dachte ich mir doch. So, Schutz. Und alle. Achso. Hast hat sie jetzt den Stufe 3er. Ah, seht ihr mal, ich muss hier auch nochmal ein bisschen was ändern. Ausrüsten. Ja, für sie haben wir doch sicherlich auch noch genau den Märchenstab und den Omnistab. Märchenstab. Genau, Goldarmband hat sie schon. Ja, und so wird das auch schon wieder ein bisschen sehr daneben. So, Schutz, alle. Nee. Wie doof ist das denn? Schutz und Schutz hier. Nein. So, sie kriegt jetzt noch Genesung auf alle. Dann bekommt sie noch Schutz, Schluss, Gewitter. Ja, ist ein bisschen Knobelei hier. Ach ja, sie können auch mal ein bisschen Verwandlungen dazu packen. Ja, Wiederbelebung, ganz wichtig. So, Schutz bekommst du nicht. Was habe ich denn hier noch Schönes? Noch ein paar alle Dinger. Gut, dann rüste ich erstmal lieber Barrett aus. So, Feindtechnik, das kommt schon mal ganz nett. Achso, jetzt hier auch nochmal Feindtechnik. Dann kriegt sie noch eine Feindtechnik. Der ist auf 2. Achso, ja genau. Ich wollte ihr die Feindtechnik geben. So, er bekommt dann noch Shiva und Odin. Dann bekommt er noch Schutz. Was haben wir hier jetzt? Feindtechnik. Erde und Zusatzwirkung. Schwerkraft. Ah ja, Analyse haben wir auch noch vergessen. Er hat hier auch noch einen freien Platz. Das ist ganz gut. Dann kriegt er nämlich zum Beispiel schon mal noch Gewitter dazu. Sie hat hier auch noch ein paar freie Plätze. Also übernimmt sie Hitze. Ja, das hat jetzt echt gedauert. Aber kein Problem, endlich gemeistert. Ein bisschen ätzend ist natürlich schon, dass Aeris jetzt so wenig Lebenspunkte hat. Aber bevor ich zum alten zum Tempel gehen werde, werde ich sowieso noch mal ein bisschen Level gehen. Ja, einmal drauf da. Ist eigentlich ein bisschen schwachsinnig, weil Aeris sowieso keinen Schaden macht. Seht ihr? Deswegen steht sie auch hinten, weil wenn sie schon keinen Schaden macht, dann soll sie auch so wenig Schaden wie möglich nehmen. Ist sinnvoller. Aber dafür wird es vom Leveln her ein bisschen einfacher für sie.
Gut, bevor wir jetzt hier gleich zur Goldshauser reinspazieren, erst noch einmal ein bisschen ausgeschlafen in dem dieser Ruinenbude hier. Hier kann man nämlich relativ günstig schlafen für 10 Gil, 50 Gil. Und dann geht's ab in die Goldshauser. Jupp, Rinder. Ja, man sieht, hier werden auch Orte echt gut doppelt und dreifach ausgenutzt. Und es gibt überall noch irgendwas zu entdecken eigentlich. Also Goldshauser beinhaltet noch ordentlich viel. Und da werde ich mich, denke ich, auch noch aufhalten, also später irgendwann, relativ häufig. So, wie viel kostet eigentlich so eine große... Willkommen in der Goldshauser. Ihr gehört zusammen, Einzelkarte 3000 oder 30.000. Naja, 30.000. Genau. Das ist nämlich wichtig, weil dadurch verliere ich nicht meine ganzen GP. Also meine Goldshauser Points. Dadurch verliere ich auch nicht meine ganz viel. Also es ist schon echt wichtig. Und ja, dafür, dass hier noch ein paar Leute umgekommen sind, ist hier wieder alles sauber und aufgeräumt. Und die Kampfarena steht bereit. So, für uns ist der Abschnitt hier drüben wichtig. Dios Showroom. Da guckt mal einer an. Das ist der Schlüsselstein. Ja, ja. Hallihallo. Hab dich lange nicht gesehen, junger Mann. Hm, der gefällt dir, was? Kannst du mir den ausleihen? Tut mir leid, aber das wird nicht verliehen. Hm, aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst, kann ich ihn dir zu einer Bedingung geben. Zu welcher? Unterhalt mich. Was soll ich denn tun? Oh, Junge. Das ist doch gar nicht so schwierig. Das hier die Kampfarena. Zeig mir, dass du, was du kannst. Nur du allein, junger Mann. Ich erwarte einen guten Kampf. Ja, toll. Ich glaube, ich hätte abspeichern sollen. Nee, die Kampfarena kann man dann sowieso nicht sterben. So, der geht zum Glück nur mit einem Schlag drauf. Oh, oder mit zwei. Toll. So. Toll. Weiter? Na klar. Schlittstart. So, was heißt das jetzt? Zubehör kaputt. Okay, dann los. Das ist uncool. Das heißt, ich kann mir zum Teil auch keine Zauber mehr leisten. Ja, doch. Na komm, dann gucken wir uns mal wieder eine kleine Zwischensequenz mit Ifrit an. Oh, das ist hart. Weil Stein ist echt uncool. Ja, toll. Einer geht drauf. So, muss ich gleich mal schauen, dass ich hier Objekt vielleicht irgendwas habe. Stellt HP her, neutralisiert Gift. Schutz vor Gift, blind. Ja. Ich glaube, das war's. Ja, das war's, super. Genau, und das, was man gerade eben gesehen hat, das war der Gegenschlag. Toll! Ja, weiter. Schlittstart. Oh nein! Aufruf kaputt. Hm. Oh, das ist aber niedlich. Nehmen wir es mal mit dem Todesstoß. Hm.
Schade. Super, jetzt auch noch vergiftet. Mal Klingenstrahl. Herrlich. Toll. Ja, wir gehen weiter. Schlittstart. Rüstung kaputt. So. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal kurz einen Heiltrank genehmigen. Was gut ist, dass er jetzt durch den Gegenangriff häufiger auch mal zurückschlägt, obwohl er noch gar nicht dran ist. Bam. Bam. Ja. Ist ja auch egal, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich brauche. Oh, das ist nicht schön. So sollte das natürlich nicht aussehen. Ist ja auch egal. So, herrlich. Ja, klaut mir jetzt Magiepunkte. Ich probiere es einfach mal mit Blitz auf ihn, wenn er schon da am Rumfliegen ist. Jetzt klaut er mir hier meine Magiepunkte die ganze Zeit noch. Nee, das wollte ich nicht. So, eine Sau. Na ja, komm, frieren wir ihn nochmal ein bisschen ein. Geht doch. Toll. Ja, wir machen weiter. Schlittstart. Was ist das jetzt? Support-Substanz kaputt. Yay, yeah, toll. Ist ja auch Wurst hier. Wir eigentlich nur, dass das Ganze hier langsam mal vorbei ist. So, endlich. Plopp. Hm, das war alles? Naja, versprochen ist versprochen. Nimm ihn dir. Juhu, wir haben einen Schlüsselstein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hohohoho. Sehr gut. Der Schlüsselstein ist meins. Gut, das ist natürlich die Frage, habe ich zufällig schon Punkte oder so? Ja, ich weiß. Die sind erschossen worden. Was? Erschossen worden? Hey, dein! Achso, ja. Kennen wir ja schon. So, herzlich willkommen. Im Moment hast du 0 Kampfpunkte. So, ich möchte aber ganz gerne mal wissen, was es hier gibt. Was gibt's denn überhaupt für Kram, den ich hier kriegen kann? Hm, du bist neu hier. Dann möchtest du den Kampfarena erklärt bekommen? Hm, ja klar, gib mal her. Sammel Kampfpunkte, du kannst die Punkte dann später gegen Preise eintauschen. Das Kampfspiel, obwohl es nur ein Spiel ist, musst du doch alle deine physischen Fähigkeiten einsetzen, um teilzunehmen. Geh nach vorne und zahl deine GP. Du kannst an bis zu 8 Kämpfe teilnehmen. Achso, je öfter du gewinnst, desto mehr Kampfpunkte bekommst du. Aber wenn du verlierst, verlierst du alle Punkte. Es bleibt also dir überlassen, ob du nach einem Sieg weiterkämpfst oder nicht. Die machen es auch noch durch deine Nachteiligung schwieriger. Du entscheidest, was für deine Handicaps, okay.
Ja gut, eigentlich haben wir ja schon gesehen, wie diese Kampfarena aussieht. Ja, ich würde aber trotzdem ganz gerne wissen, was es hier überhaupt für Punkte gibt. Herzlich willkommen, Mentas 0 Kampfpunkte. Schade. Also, was machst du? Achso, der Müll kostet 10 GP? Kein Interesse. Ja, dafür müsste ich erstmal GP sammeln gehen. Mach ich jetzt aber nicht. Ich mache jetzt nämlich einen Cut. Bis denn.